Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da wird es gehen um die Unterstützung für Studierende und Fachschüler. Die Bundesregierung, die wurde ja ziemlich hart kritisiert von verschiedenster Seite, weil im sogenannten zweiten Entlastungspaket zunächst keine Energiepauschale für Rentner und Studenten vorgesehen war. Dann wurde im dritten Entlastungspaket eine Einmalzahlung angekündigt. Für Rentner sind das 300 Euro. Da wurde übrigens der entsprechende Gesetzentwurf letzte Woche auf den parlamentarischen Weg gebracht und es soll schon diese Woche verabschiedet werden hier im Bundestag. Was aus den 200 Euro Energiepauschale für Studenten wird, wann das Ganze ausgezahlt werden soll, da gibt es doch noch einige Fragen. Die Union und die Linke, die möchte das hier zum Thema machen. Wir hören die erste Rednerin von der Union, Katrin Staffler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 45 Tage. 45 Tage sind vergangen, seit die Bundesregierung das dritte Entlastungspaket verkündet hat. 45 Tage, seit Sie, Frau Bundesbildungsministerin, über die offensichtlichen Probleme in der Auszahlung des Zuschusses einfach schweigen. 45 Tage, in denen die Bundesregierung immer noch keine Lösung gefunden hat, wie die 200 Euro auf den Konten der Studis ankommen sollen. Stattdessen hören wir seit 45 Tagen immer nur Ausreden. Man ist ja in Gesprächen mit den Ländern, man ist mit den Gesprächen in den Hochschulen, man muss erst die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen schaffen und so weiter und so fort. Ich bin schon gespannt auf die Ausreden, die wir heute hier in dieser Debatte wieder hören wollen. Wahrscheinlich sind es die gleichen. Ich würde allerdings sagen, machen wir uns doch an der Stelle einfach mal ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, hören Sie auf zu vertuschen, dass die Bundesregierung überhaupt keinen Plan hat, wie sie die 200-Euro-Zuschuss auszahlen wird. Und ehrlicherweise ist es daher auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn man keinen Plan in der Tasche hat, wie es funktionieren soll, dann kann man natürlich auch nicht sagen, wann die 200 Euro ausgezahlt werden. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin fast rückwärts über den vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, dass laut internen Zeitplanungen der Bundesregierung mit einer Auszahlung im kommenden Jahr erst zu rechnen ist. Im kommenden Jahr. Das kann unmöglich Ihr Ernst sein. Der Kollege Kai Gehring hat in der letzten Wahlperiode an die ehemalige Bundesbildungsministerin gesagt, ich zitiere, sie wäre eine Trödelministerin, als es um die pandemiebedingten Überbrückungshilfen gegangen ist. Und später hat er ihr dann ein, ich zitiere wieder, unverantwortliches Krisenmanagement vorgeworfen. Der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg, der hat in der Debatte zur sozialen Lage der Studierenden vor 2 Jahren gesagt, auch da zitiere ich wieder, abwarten ist in der Krise gerade keine Lösung. Ich verrate Ihnen was. Bei der Überbrückungshilfe in der Corona-Pandemie sind zwischen Ankündigung der Überbrückungshilfe und den ersten Anträgen, die gestellt werden konnten, 40 Tage vergangen. 40. Keine 41, keine 42, keine 43, auch keine 44, schon gleich gar keine 45, es waren 40. Seit letzten Freitag also, seit dem 14. Oktober, geht jeder einzelne Tag, an dem kein einziger Cent bei den Studenten, bei den Studentinnen, bei den Fachschülern ankommt, auf Ihr politisches Konto, Frau Ministerin. So, und jetzt fordern wir deswegen als Union, dass das Geld allerspätestens bis zum 15. November bei denen, die es jetzt so dringend brauchen, ankommen muss. Das ist das Mindeste, was wir tun können, um wenigstens ein kleines bisschen zu zeigen, dass wir die Nöte, auch dass die Bundesregierung die Nöte ernst nimmt. Und ersparen Sie es uns bitte heute, dass sie sich wieder für die vielen tollen Maßnahmen abfeiert, die sie für die Studentinnen, für die Studenten schon auf den Weg gebracht haben. Wenn man sich das nämlich mal genauer anschaut, dann wird deutlich, dass nichts daran Wumms hat, um mal im Sprachgebrauch der Regierung zu bleiben. Beispiele: Heizkostenzuschuss. Da haben noch nicht mal alle Antragsberechtigten den ersten bekommen, was dazu geführt hat, dass in der vorletzten Ausschusssitzung sogar die Kolleginnen und Kollegen von der SPD und von den Grünen gefragt haben, wie lange so eine Auszahlung überhaupt dauern kann. FDP verweist auf die Zuständigkeit der Länder. Spannend. Nach neuesten Infos heute im Ausschuss schaut es jetzt zum Glück mit der Ausnahme von Thüringen ein bisschen besser aus. Trotzdem, das Ergebnis ist immer noch unzureichend. Zweites Beispiel, BAföG-Novelle.
Wie kann man stolz sein auf eine BAföG-Novelle, die von der Inflation schon aufgefressen gewesen ist, als sie überhaupt in Kraft getreten ist? Eigentlich ist es traurig. Eigentlich ist es traurig, wie einfach Opposition bei Ihnen geht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt überhaupt keinen Grund, wirklich gar keinen, überhaupt keinen Grund, diesem Antrag heute nicht zuzustimmen. Und zwar in Sofortabstimmung. Keine Überweisung an den Ausschuss, keine langen Beratungen, keine Verzögerungstaktik mehr, sondern ein eindeutiges Ja, hier und jetzt. Die Studenten da draußen, die schauen heute auf uns. Sie schauen auf dieses Parlament in der Hoffnung, dass wir ihnen ein starkes Signal senden. Enttäuschen wir diese nicht. Danke. Sagt Katrin Staffler hier zum Auftakt der Debatte und in ihrem Antrag, der hier dieser Debatte zugrunde liegt, hat die Union formuliert, dass Studenten und Fachschüler eben schnell unterstützt werden müssen, diese 200 Euro ausgezahlt werden müssen. So ist es hier ja auch formuliert worden. Jetzt hören wir mal, was die SPD dazu sagt. Lina Streitzel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen, Zuschauer. Wir befinden uns in einer Zeit großer Herausforderungen. Wladimir Putin nutzt Energie als Waffe. Das Ergebnis sind hohe Energiepreise, die die Inflation nach oben treiben. Damit steigt auch das Armutsrisiko, insbesondere für einkommensschwache Haushalte, darunter natürlich auch viele junge Menschen in Ausbildung. Und in diesen Zeiten zeigt die Fortschrittskoalition, dass sie handlungsfähig ist. Wir treffen schnelle Entscheidungen, damit sichergestellt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger weiter heizen können, dass die Unternehmen weiter produzieren, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Erst diese Woche haben wir die Entscheidung zur Atomkraft getroffen. Die Gasspeicher wurden in den letzten Monaten auf über 95% gefüllt. Wir haben wirksame Entlastungspakete für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, für Studierende, für Familien, für Rentnerinnen und Rentner auf den Weg gebracht, um die hohen Lebenshaltungskosten ein Stück weit auszugleichen. Mit diesem Maßnahmenbündel machen wir klar, wir lassen euch nicht im Regen stehen, wir unterstützen euch. Niemand in Deutschland soll frieren oder seine Wohnung verlieren. Diese Koalition reagiert mit Augenmaß und Verstand. Kraftvoll navigiert sie dieses Land durch die Krise. Und jetzt komme ich zu Ihrem Antrag, weil die Union sich in ihrer Oppositionsrolle dagegen weniger kraftvoll wiederfindet. Da wird dann auf der einen Seite kritisiert, dass einzelne Gruppen zu wenig bedacht und insgesamt die Pakete zu wenig bieten würden. Und gleichzeitig wird von Sozialtourismus und von Scheinstudierenden gesprochen, so als ob der Sozialstaat massenweise von Betrügerinnen und Betrügern ausgenommen werden würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen hier von Menschen, die sich in einer existenziellen Krise leben, nicht von Betrügern. Opposition ist wichtig in einer Demokratie, gerade in diesen Zeiten. Aber dieses Zündeln an den Grundpfeilern unserer solidarischen Gesellschaft, dieses Erzählen von falschen Fakten gefährdet unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, der heute wichtiger ist denn je. Und darin reiht sich auch Ihr Antrag ein und die Erzählung, dass junge Menschen in Ausbildung von der Ampelkoalition übersehen werden. Anders als Sie das in Ihrem Antrag schreiben, kommt die Energiepreispauschale nämlich sehr wohl auch jungen Menschen in Ausbildung zugute, und zwar den 75%, die Nebenjob haben. Das wissen Sie auch, das haben wir hier mehrfach bereits geklärt. Und dieselbe Gruppe kann von Inflationsausgleichsprämie profitieren, die steuerfrei von den Arbeitgebern ausgezahlt werden kann. Dazu kommt der Heizkostenzuschuss für BAföG-Beziehende. Es ist eine gute Nachricht, dass über 90% der Länder jetzt den Heizkostenzuschuss die Auszahlung des Heizkostenzuschusses in die Wege geleitet haben. Und wir werden ja morgen den Heizkostenzuschuss 2 noch beschließen, der dann ebenfalls schnell an junge Menschen ausgezahlt wird. Auch dazu zählen natürlich die deutliche Erhöhung des BAföG, die Erhöhung des Mindestlohns, den Einmalbonus von 100 Euro, die für Menschen in Ausbildung bis zum 26. Lebensjahr, auch das 9-Euro-Ticket. Selbstverständlich profitieren junge Menschen in Ausbildung auch von den Vorschlägen der Gaspreiskommission und den Vorhaben der Koalition zur Deckelung der Energiepreise.
Und jetzt nehmen Sie in Ihrem Antrag ja Bezug auf den Beschluss der Bundesregierung, Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro auszuzahlen. Und ich will sagen, das ist sehr begrüßenswert, dass Sie diesen Vorschlag ebenfalls unterstützen. Wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass die Einmalzahlung möglichst schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden muss. Aber, und das wissen Sie auch, das ist herausfordernd, weil wir haben nun mal keine Datenbank, wo alle Namen aller Schülerinnen und Schüler, aller Studierenden drin sind, wo die Kontodaten drin sind und wir dann nur noch irgendwo auf den Knopf drücken müssen und das ganze Geld ist ausbezahlt. Das ist nicht so. Und das wissen Sie auch. Und hilfreich wäre es von Ihrer Seite doch gewesen, wenn Sie mal konkrete Lösungsvorschläge machen, gemeinsam mit den Ländern und der Bundesregierung an einer schnellen Auszahlung zu arbeiten. Nicht hilfreich ist dagegen, irgendwelche vermeintlich einzuhaltende Auszahlungsdeadlines in den Antrag zu klatschen. Das ist das Gegenteil von seriöser Oppositionsparteiarbeit. Das ist reine Stimmungsmache. Und ich möchte gerne auch noch was zu dem Antrag der Linksfraktion sagen, den wir ja hier auch noch beraten. Der hat nämlich deutlich mehr Substanz und greift einige Initiativen unserer Koalition auf, wie zum Beispiel das Bund-Länder-Programm Junges Wohnen, das, wie von der Bundesbauministerin angekündigt, zum 01.01.2023 starten wird. Und auch an der Strukturreform des BAföG arbeiten wir mit Hochdruck. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, die Ampelkoalition lässt junge Menschen in Ausbildung in dieser herausfordernden Situation eben nicht im Regen stehen, wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben. Stattdessen spannen wir einen breiten Regenschirm für Sie auf. Vielen Dank. Nina Seitzel war das für die SPD. Ja, die Heizkostenzuschüsse hat sie angesprochen. Die 200 Euro, die an die Studenten noch ausgezahlt werden sollen, auch gerade an die, die zum Beispiel auch kein BAföG bekommen, da ist die Sache tatsächlich gar nicht so einfach. Denn anders als beispielsweise Rentnerinnen und Rentner erhalten Studierende, wenn sie keine Zuwendung vom Staat bekommen, hat man ja keine Bankverbindung, die zentral erfasst wird. Und die ist in den Hochschulen in der Regel ja dann auch nicht bekannt. Also da müssen Lösungswege hier auch zusammen mit den Ländern. Plenarzeit über 200 Euro. 200 Euro Einmalzahlung für Studenten. Wir müssen noch gar nicht so weit zurückgehen, da haben wir hier über ganz andere Pakete diskutiert. 100 Milliarden für die Rüstungsindustrie, 200 Milliarden letztlich für Energiekonzerne. Und hier geht es heute um 200 Euro. Da darf man doch schon mal fragen, was kann man sich von 200 Euro denn eigentlich leisten? Was kostet denn die Fahrt zum Beispiel nach Hause zu den Eltern, wenn man das Ticket voll bezahlen muss im ICE? Was kostet denn inzwischen eine Tankfüllung? Ich hoffe, von Ihnen wissen das noch die meisten. Es gibt ja einige Minister oder Kanzler sogar, die nicht mehr wissen, was der Sprit an der Tankstelle so derzeit kostet. Ja, und ich merke schon an Ihrer Unruhe, dass das genau der wunde Punkt ist. Nämlich das können sich viele Studenten heutzutage gar nicht mehr leisten, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir dann angucke, Entschuldigung, Frau Kollegin Seitz, Sie sind zwar gerade mit Ihrem Handy beschäftigt, aber es geht ja auch hier um Ihre Politik. Und Sie müssen doch schon zugeben, Sie haben das gerade so dargestellt, als hätte das alles Sinn und Verstand, was Sie gemacht haben. Aber wenn wir uns die vielen Einzelgesetze anschauen, dann erkennt man doch in der Gesamtschau nicht irgendwie ein sinnvolles, planvolles Vorgehen, sondern das Einzige, was ich hier erkenne, was meine Fraktion hier erkennt, ist eine heillose Flickschusterei. Der eine Fehler, den Sie gemacht haben, war ja, dass Sie hier einen Teil der Studenten vergessen haben. Ja, Sie haben an die gedacht, die das BAföG haben, aber haben dann gesehen, oh, es gibt ja noch andere, die beziehen kein BAföG. So, dann gibt es jetzt die Einmalzahlung für andere, auch wieder mit der Gießkanne. Sie kriegen das natürlich in der Kürze der Zeit nicht hin zu differenzieren. Das heißt, diese 200 Euro, wer bekommt die denn? Bekommen das die wirklich Bedürftigen? Vielleicht auch. Aber es bekommen auch die, die es gar nicht brauchen. Also auch hier ist kein System und kein Verstand dabei. Vielleicht auch noch ein Wort zu den beiden vorliegenden Anträgen. Liebe Frau Staffler, leider muss ich sagen, ist ja schon richtig, dass das alles schneller geschehen müsste. Und Ihre Kritik ist ja auch, geht ja in die richtige Richtung. Andererseits drücken aber auch Sie sich ja darum herum, die eigentlichen Probleme anzusprechen. Denn warum haben denn viele Studenten und übrigens nicht nur die Studenten, sondern auch viele Auszubildende, überhaupt alle Menschen derzeit ein Problem? Diese Probleme sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die Probleme haben auch zu tun mit der Sanktionspolitik, die sich, und das wird immer offenbarer, meine Damen und Herren, inzwischen gegen unsere eigenen Bürger richtet.
Deshalb wäre das der erste Vorschlag, der sich nicht auf Symptombehandlung bezieht, sondern an die Ursachen herangeht. Hören Sie auf mit der Sanktionspolitik. Sorgen Sie dafür, dass wieder ausreichend Energie auf der Angebotsseite zur Verfügung steht. Dann kriegen wir auch die Inflation in den Griff. Und nur dann, wenn wir die Inflation in den Griff kriegen, können wir dieses Problem wirklich dauerhaft lösen. Denn was wollen Sie denn machen? Diese eine Einmalzahlung wird doch nicht reichen. Kommt dann die nächste Einmalzahlung, vielleicht von 250 Euro, dann wieder 235 Euro. Wie weit soll das denn noch gehen? Wir vermissen hier Vorschläge, die wirklich das Problem an der Wurzel packen. Und dazu gehören auch noch ganz andere Bereiche, die ja zum Glück jetzt sichtbar werden, nämlich dass Ihre Energiewende, die nicht Sie allein, sondern auch die Vorgänger Regierung hier vorangetrieben hat, dass auch diese Energiewende ja mit daran schuld ist, dass die Probleme, in denen wir jetzt gemeinsam stecken, überhaupt so groß sind, wie sie sind. Deshalb unser zweiter Tipp für Sie, um wirklich an die Ursachen heranzugehen: Nehmen Sie Abstand von Ihrer verkorksten Energiewende, kommen Sie zurück zu einem vernünftigen Energiemix, dann geht es auch mit unserer Wirtschaft wieder voran. Denn nur mit einer funktionierenden Wirtschaft kann letztlich auch Geld generiert werden, eingenommen werden, das Sie schließlich brauchen, um es dann zu verteilen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Götz Frömming war das für die AfD-Fraktion. Am Rednerpult jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Abgeordnete Laura Kraft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen. So, jetzt kommen wir mal zum Antrag der Union. Also, der lässt ehrlich gesagt einfach nur zu wünschen übrig. Denn das fängt schon damit an, dass Sie behaupten, dass nur 4% aller Studierenden in Deutschland von dem Heizkostenzuschuss profitiert hätten. Und dann verweisen Sie auch auf eine Bundestagsdrucksache. So, da ist ja schon mal der erste Fehler. Denn Sie haben ja in der Fragestunde am 28. September danach gefragt, an wie viele Studierende ist der Heizkostenzuschuss schon ausgezahlt worden. Und da hat Ihnen der parlamentarische Staatssekretär Mario Brandenburg erklärt, und das war dann der Stand vom 23. September, dass von ungefähr 300.000 Anspruchsberechtigten schon 122.271 das ausbezahlt bekommen haben. So, es sind nämlich nur die BAföG-EmpfängerInnen anspruchsberechtigt gewesen und nicht alle Studierenden. Also Ihre Rumrechnerei, die ist da völlig faktenbefreit. Es ging nämlich nicht. Ja, also da sind wir nicht bei 4%. Da muss man einfach mal wissen, wovon man redet. Also das ist ja nur ein Punkt in Ihrem Antrag. Sie behaupten ja da einfach, dass die Ampelkoalition die Studierenden völlig vergessen hätte. Also das ist, nein, das ist nachweislich falsch. Ich kann Ihnen mal auflisten, was wir alles bereits gemacht haben oder im Inbegriff sind zu tun. Das ist so viel, dass ich das aufschreiben musste. So, Erhöhung der BAföG-Sätze und Ausweitung der BAföG-Berechtigung, Nothilfemechanismus, Kindergelderhöhung, zwei Heizkostenzuschüsse, den einen, den Sie da eben schon falsch berechnet haben, plus der jetzt dann morgen kommt, die Anhebung der Minijobverdienstgrenze, Energiepauschale für Erwerbstätige, Wohngeldreform, 9-Euro-Ticket, wovon ja auch Studierende profitiert haben, und dann auch noch mal die Einmalzahlung. So, das ist aber nur ein Auszug des Ganzen. Und Sie haben ja heute dann letzten Endes dann auch im Ausschuss erfahren, was ist der Stand der Auszahlung, hat Ihnen dann auch der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg erklärt, dass schon 15 von 16 Ländern im Auszahlungsprozess sind, beziehungsweise den auch teilweise schon abgeschlossen haben. Also da sind Sie jetzt eigentlich auch völlig auf dem Holzweg. Und Ihr gesamter Antrag, da muss man ja mal ehrlich sagen, so, da haben Sie 4 Forderungen. Von diesen 4 Forderungen, also da wollen Sie einmal, dass es unbürokratisch bis allerspätestens 15. November ausgezahlt wird. Dann wollen Sie ein unbürokratisches Antrags- und Bewilligungsverfahren, digital, niedrigschwellige Nachweispflicht, aber auch Kontrollen. So, nee, aber Sie merken, dass da Zielkonflikte sind und das Ganze bis zum 15. November. Sie wissen ja, dass die Bundesregierung auch mit den Ländern im Gespräch ist und natürlich auch versucht, das ist nämlich nicht banal, das irgendwie auf den Weg zu bringen. Sie sehen, da haben Sie schon mehrere Aspekte. Nehmen Sie sich doch einfach mal ein Beispiel an dem Antrag der Linken. Der macht nämlich wirklich konstruktive Vorschläge. Sie schlagen ja überhaupt so, nichts vor. Frau Kollegin. Ja, also darf ich noch einen Satz sagen?
Das Lob der Linken muss leider also entweder wegfallen. Sie können keine besseren Anträge stellen, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Oder Sie haben sich keine Mühe gegeben und das ist einfach unverschämt. Ja, Laura Kraft von den Grünen lobt hier schon mal den Antrag der Linken. Dazu haben wir noch nicht allzu viel gehört. Das wird jetzt aber nachgeholt, ganz sicher, von Nicole Gohlke, nämlich die jetzt für die Linke spricht. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, hier kommt sie, die Konstruktiv-Opposition. Nee, ich meine, also die Inflation und die krasse Teuerungswelle machen auch vor den Studierenden und vor den Schülerinnen und Schülern nicht Halt. Auch sie haben Angst vor der Zukunft, haben Angst um die eigene Existenz und haben natürlich auch Sorge, wie sie unter diesen Bedingungen eigentlich ihr Studium oder die Ausbildung schaffen sollen. Jetzt hat sich die Bundesregierung richtigerweise dazu durchgerungen, auch die Studierenden bei den Entlastungen mitzudenken. Bislang war es ja so, dass von den Zahlungen immer nur ein Teil der Studis profitiert hat. Den ersten und zweiten Heizkostenzuschuss konnten nur die bekommen, die BAföG beziehen, also nur 11% der Studis und Studierenden. Die Energiepauschale wiederum haben nur die erwerbstätigen Studierenden bekommen können. Und jetzt sollen eben alle Studierenden und die Fachschülerinnen und Fachschüler eine Einmalzahlung in Höhe von 200 € erhalten. Das ist jetzt zwar noch nicht so, dass die damit über den Winter kommen und die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise wirklich decken können, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es nicht einen Haken gäbe. Bislang ist nämlich wirklich völlig unklar, wie und wann das Geld bei Ihnen ankommt. Und Frau Kraft, da muss ich auch sagen, heute im Ausschuss hat natürlich der parlamentarische Staatssekretär über den Stand der Auszahlungen beim Heizkostenzuschuss 1 gesprochen und nicht über die 200 €. Und ich muss mich schon auch anschließen und sagen, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, stellen Sie endlich sicher, dass die Hilfen ankommen. Das Geld wird dringend gebraucht. Und es ist höchste Zeit, auch noch ein paar andere Ideen für Hilfsmaßnahmen für Menschen in Ausbildung auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel der ÖPNV müsste für Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende und Studierende endlich kostenfrei sein. Das wäre doch mal eine zielgerichtete Unterstützung. Und es muss sich endlich was tun beim studentischen Wohnraum. Die Wohnheimplätze der Studentenwerke reichen hinten und vorne nicht aus. Starten Sie jetzt endlich durch mit Ihrem angekündigten Programm für junges Wohnen und für Auszubildende. Auch das kann nicht warten. Die Menschen haben jetzt die Nöte. Warum dauert das eigentlich immer alles so lange? Und es ist höchste Zeit, die strukturellen Probleme anzugehen, die den Studierenden das Leben schwer machen, nämlich die Tatsache, dass jede und jeder dritte Studierende, und zwar schon vor Inflation und Energiekrise, dass jede und jeder dritte Studierende von Armut betroffen ist und dass eben nur 11% der Studis BAföG beziehen. Das ist doch auch das Problem, was die jetzige Situation so verschärft und was eben auch dazu führt, dass auch die Einmalzahlungen, wenn sie denn dann endlich mal ankommen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, weil sie eben die strukturelle Armut, in der ein Teil der Studierenden lebt, nicht auffangen können. Und deswegen nochmal, es muss jetzt um eine BAföG-Reform gehen, die ein Studium, die eine Existenz tatsächlich absichert. Ein BAföG, von dem man die Miete und den Internetanschluss sicher bestreiten kann und das sich automatisch an die Inflation anpasst und dieser Entwicklung nicht immer hinterherhängt. Und ein BAföG, das die Tür für mehr Bezieherinnen und Bezieher nicht nur den kleinen Spalt aufmacht, sondern die Tore weit aufmacht. Und dann, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, dann könnte man auch mal wirklich von einem Wumms reden, um in der Rhetorik der Ampel zu bleiben. Denn bisher ist das, was Sie machen, finde ich, nicht so sehr Wumms, sondern ein bisschen mehr Puff. Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Ja, und den hat Nicole Gohlke hier noch mal mit einigen Einzelheiten vorgestellt. Jetzt hören wir für die FDP-Fraktion Rhea Schröder. Sie ist die bildungspolitische Sprecherin der Liberalen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bildungsministerin hat sich erfolgreich für die Unterstützung von Studierenden sowie Fachschülerinnen und Fachschülern eingesetzt. 200 € bekommt jede und jeder Einzelne. Angesichts der hohen Energiekosten ist das eine richtige und notwendige Entlastung für junge Menschen. Das BMBF hat letzte Woche im Ausschuss bereits berichtet, dass das Haus in enger Abstimmung mit den Ländern schnell eine Rechtsgrundlage und ein unbürokratisches Verfahren zur Auszahlung schafft. Und das ist gar nicht trivial. Ich habe mich deswegen wirklich gefreut auf die Anträge der Opposition. Sie als Union haben da ja auch viel Erfahrung im Haus. Und ich war wirklich ganz gespannt auf Ihre Vorschläge für die Auszahlungsmodalitäten. Leider wurde ich enttäuscht.
Und dann lese ich im Antrag der Union auch noch von Nachweispflichten, um Scheinstudierende auszusortieren. Was ist das eigentlich, Scheinstudierende? Damit zeigen Sie leider einmal mehr Ihren Argwohn und Ihr Misstrauen gegenüber jungen Menschen in diesem Land. Auch deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung, die lässt junge Menschen eben gerade nicht im Regen stehen. Wir entlasten sie ganz konkret. Und ich verstehe auch, dass es manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten. Und wenn euch das auch so geht, dann aufgepasst. Denn für euch kommt jetzt eine Zusammenfassung in 10 Punkten. Erstens, wenn ihr im letzten Winter BAföG bekommen habt oder Aufstiegs-BAföG, dann bekommt ihr den Heizkostenzuschuss 1, 230 Euro. In Hamburg wurde der etwa Ende September ausbezahlt, ganz unbürokratisch. Und für diesen Winter entlasten wir euch sogar nochmal mit einem Heizkostenzuschuss 2 in Höhe von 345 Euro. Checkt mal, ob der Zuschuss schon angekommen ist. Bei vielen ist das der Fall. Zweitens, dank der BAföG-Novelle zu diesem Wintersemester erhalten mehr Menschen mehr BAföG. Auch wenn ihr das im ersten Semester nicht bekommen habt, vielleicht auch nicht mehr im ersten Semester seid, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, den Anspruch noch mal zu prüfen. Beim Online-BAföG-Rechner, da kann man das ganz unbürokratisch tun und bekommt eine erste Einschätzung. Das BAföG ist eine gute Sache, nutzt das. Dritter Punkt. Drittens. Wir haben zum 1. Oktober die Minijobgrenze erhöht auf 520 Euro und den Mindestlohn auf 12 Euro. Wenn ihr neben dem Studium also jobbt, dann könnt ihr jetzt mehr dazu verdienen. Mein Tipp ist übrigens auch, rechnet euren Stundenlohn mal aus, schaut, sprecht mit eurem Arbeitgeber, ob ihr wirklich auch die entsprechende Erhöhung bekommt, damit die 520 Euro auch wirklich ankommen. Vierter Punkt. Im Gegensatz zur Behauptung der Union habt ihr mit eurem Nebenjob ebenfalls im September die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro bekommen, ganz automatisch über die Lohnabrechnung. Fünfter Punkt. Das 9-Euro-Ticket. Das haben viele junge Menschen gefeiert, zu Recht mit dem digitalen, unbürokratischen Wissing-Ticket wird Mobilität dauerhaft und einfach günstig. Sechster Punkt, das Kindergeld. Das Kindergeld wird erhöht und eure Eltern erhalten zum 1. Januar 2023 18 Euro mehr im Monat, also insgesamt 237 Euro. Außerdem Augen auf bei der Strom- und Gasrechnung, denn die siebte Maßnahme, die kommt im Frühjahr, im nächsten Jahr mit der Gaspreisbremse und die Dezemberrechnung für eure WG oder eure Wohnung, die geht auf Christian Lindners Nacken. Eigentlich auf die des Bundeshaushalts, aber ihr wisst, was gemeint ist. Achter Punkt. Durch den Wegfall der EEG-Umlage spart ihr schon seit dem 1.7. 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Um sich das mal ein bisschen vorzustellen, für eine Vierer-WG sind das ungefähr 300 Euro im Jahr. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und der Stromanbieter, der kann das auch nicht einbehalten, sondern der muss diese Einsparung weitergeben. Letzte zwei Punkte, 9 und 10, die Umsatzsteuersenkung auf 7% für Gas, die verschobene CO2-Preiserhöhung. All diese Entlastungen, meine Damen und Herren, die kommen automatisch bei den jungen Menschen an. Und das macht Energie in dieser angespannten Lage günstiger. So, ich glaube, das zeigt deutlich, die Bundesregierung entlastet junge Menschen ganz massiv. Eine Sache, das weiß ich aus vielen Gesprächen und Nachrichten von jungen Menschen, die ist denen aber noch wichtiger als die finanzielle Unterstützung. Die wollen nämlich endlich zur Schule gehen, in die Unis gehen, wie das eigentlich gedacht ist. Die wollen lernen, die wollen in inhaltlichen Debatten, in den Klassenzimmern, in den Vorlesungen, in den Tutorien miteinander streiten. Die wollen gemeinsam lernen, in den Bibliotheken neue fachliche und menschliche Erfahrungen sammeln. Das muss wieder möglich sein. Und deswegen müssen Schulen und Hochschulen offen bleiben. Das ist ein Appell an die Universitäten, auch an die Länder. Und das ist deswegen auch etwas, was wir gemeinsam schaffen müssen. Denn in den Ländern sind manchmal die Opposition hier sind in der Regierung. Ich freue mich deswegen, wenn wir im Bildungsbereich alle an einem Strang ziehen für die jungen Menschen in unserem Land. So, das war der kleine Serviceteil auch hier von Seiten der FDP von Ria Schröder. Man kann das übrigens auch zu großen Teilen nachlesen auf www.bundesregierung.de, Entlastung für Studierende. Da ist es im Einzelnen auch nochmal aufgelistet. Gitta Konnemann für die Union. Kommen wir doch mal vom YouTube-Kanal, den die Kollegin Schröder gerade bedient hat, zurück zum Plenum. Denn ehrlicherweise sollten wir miteinander sprechen und nicht übereinander. Und ich glaube,
dass eine ernsthaft geführte Debatte ohne Polemik tatsächlich mehr den Interessen der Betroffenen gerecht wird. Denn ehrlicherweise, am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig. Der Spruch ist nicht neu. Schon vor der Krise war das Thema Geld für viele Studenten und Fachschüler tatsächlich existenziell. Denn wir wissen, sie fahren mit ihren monatlichen Budgets immer knapp auf Kante. Und deshalb schlägt die Inflation doch bei ihnen besonders gnadenlos zu. Das begann mit den Preisen für Lebensmittel, jetzt Energie, für Wohnungen. Die gehen wirklich auf dem Zahnfleisch, und zwar seit Monaten. Und wer jetzt gerade "Oh" sagt, und diese Einwürfe sind ja im Protokoll zu lesen, der zeigt, dass sie es nicht ernst nehmen. Das ist diese Polemik, die die Menschen umtreibt und am Ende Politik das Vertrauen entzieht. Sagen wir doch, wo wir uns einig sind. Wir sind uns einig, dass Studenten und Fachschüler Hilfe brauchen, und zwar so schnell wie möglich. Denn bislang wurden Studenten und Fachschüler vergessen beim ersten Entlastungspaket, beim zweiten Entlastungspaket. In dem Füllhorn war für sie nichts dabei. Und da habe ich manchmal den Eindruck, Sie brauchen jetzt auch nicht zu zetern. Beruhigen Sie sich, sondern kommen Sie aus Ihrem Paralleluniversum zurück in diese Welt. Und in dieser Welt ist es so, dass bei der Energiepreisgeldpauschale Studenten und Fachschüler vergessen wurden, sofern sie keinen Nebenjob hatten. Die anderen sind leer ausgegangen. Und der Heizkostenzuschuss 1, und ich würde empfehlen, bei Ausschusssitzungen entweder digital oder wie auch immer dabei zu sein, dann hätten Sie in der letzten Woche gehört, dass Ihr Staatssekretär Jens Brandenburger gesagt hat, dass es bei 6% bislang erst angekommen ist. Sie haben die BAföG-Debatte ins Feld geführt, aber seien Sie doch einmal ehrlich. Ihre sogenannte Jahrhundertreform hat eine Halbwertszeit von Radon, schnell zerfallend. Das zeigt sich am sogenannten Notfallmechanismus. Mit Tamtam eingeführt, hilft aber jetzt keinem Betroffenen. Und das haben Sie selbst erkannt, deshalb jetzt beim Entlastungspaket 3 eine Einmalzahlung angekündigt. Das war am 4. September 2022. Kollegin Staffler hat darauf hingewiesen, seit 45 Tagen warten Studenten und Fachschülerinnen. Wenn man nicht weiß, wie man Essen bezahlen soll, zählen nämlich Tage. Die Aussicht auf 200 Euro sind sicherlich nicht der große Wurf, aber 200 Euro würden eine kleine Verschnaufpause geben. Deshalb haben sich Schüler und Studenten und Fachschüler über das Versprechen der Regierung sehr gefreut. Aber Versprechen muss man einlösen. Und deshalb fragen wir Sie jetzt alle in der Ampel, wann kommt das Geld auf dem Konto an? Nicht, wann haben Sie es in der Dienst? Die Antwort bleibt die Regierung schuldig, seit Wochen. Wir haben in unterschiedlichen Gremien gefragt, wann wird das Geld ausgezahlt, wie? Die Antwort des BMBF: man sucht nach einer Lösung. Seit Wochen, dafür wurde ein Arbeitskreis eingesetzt. Liebe Frau Ministerin Stark-Watzinger, Sie hätten jetzt die Möglichkeit oder die Ampel, sich hier zu erklären. Welches Gesetz wollen Sie ändern? Wer soll die auszahlende Stelle sein? Weshalb sollen alle Studenten 200 Euro bekommen? Warum machen Sie es nicht bedarfsgerecht? Wieso haben Sie Meisterschüler ausgespart? Und geht man so mit den Fachkräften von morgen um? Fragen über Fragen und keine Antworten dieser Bundesregierung, von Taten ganz zu schweigen. Leidtragenden sind Studierende und Fachschüler. Ohne Frage, und das ist eine berechtigte Frage, die Auszahlung ist eine organisatorische Herausforderung. Aber es geht. Wir standen in der Großen Koalition, und die SPD möge sich erinnern, 2020 bei der Überbrückungshilfe für Studierende, ebenfalls unter enormem Druck. Studierende in pandemiebedingten Notlagen konnten damals bis zu 500 Euro beantragen. Zuständig waren die regionalen Studentenwerke. Es wurden seitens der damaligen Bundesministerin Anja Karliczek eine bundesweit einheitliche IT-Plattform eingerichtet, online gestellt, abgewickelt über die Studentenwerke. Die Zusage, Ankündigung erfolgte am 30. April 2020. 40 Tage später konnte man die Anträge stellen. Der Kollege Gehring hat damals gesagt,
Das sei Trödeln. Wenn dies Ihr Maßstab ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, wenn 45 Tage damals für Sie Trödeln war, befindet sich Ihre Ministerin seit Wochen im vorgezogenen Winterschlaf. Und vor diesem Hintergrund werden Sie bitte... Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende. Unser Antrag bitte soll Sie auflösen. Lösen Sie Ihr Versprechen ein. Bringen Sie das Geld zur Auszahlung. Vielen Dank. Sagt Gitta Connemann von der CDU-CSU-Fraktion, auch in Richtung natürlich der zuständigen Ministerin Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, die hier auf der Regierungsbank dieser Aussprache zuhört. Jens Peik für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Im Antrag der CDU, der ist überschrieben mit den Worten: Wir sollen Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler in der Krise unterstützen. Das ist völlig richtig und völlig unstrittig. Und es gibt hier niemanden, der das anders sieht. Wir sind uns da einig. In unserem Land darf es nicht sein, dass sich Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler zwischen warmer Wohnung oder warmem Mittagessen entscheiden müssen. Deshalb haben wir, und das haben wir heute schon mehrfach gehört, zwei Heizkostenzuschüsse, einmal 230 und einmal 345 Euro beschlossen. Deshalb haben wir mit der BAföG-Reform unter anderem einen Nothilfemechanismus geschaffen, der greift, wenn nichts anderes mehr hilft. Und weil es als Unterstützung nicht nur in der Krise braucht, hat die Koalition den BAföG-Höchstsatz auf 934 Euro erhöht. Und wer neben dem Studium arbeitet, was fast zwei Drittel der Studierenden tun, hat die Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Ebenso wie die meisten Studentinnen und Studenten, die arbeiten, auch von der Mindestlohnerhöhung von 12 Euro profitieren. Und jetzt im dritten Entlastungspaket haben wir ausdrücklich Studierende, Fachschulen und Fachschüler aufgenommen mit einer Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Und wenn Sie jetzt hier behaupten, die Bundesregierung unterstütze Studenten, Fachschulen und Fachschüler nicht, lassen Sie im Regen stehen, wie es bei Ihnen im Antrag heißt, dann geht es Ihnen weder um die Studierenden, hat man das Gefühl, oder um die Fachschulen und Fachschüler, sondern Sie verunsichern hier die Menschen, um die es geht. Und Frau Connemann, das entzieht der Politik Vertrauen. Sie unterstellen hier, hier würden einzelne Gruppen vergessen werden. Und Sie versuchen, politischen Profit aus der Situation zu schlagen. Das wird Ihrer staatspolitischen Verantwortung, glaube ich, in dieser Lage nicht gerecht. Die Bundesregierung unterstützt und entlastet und hilft an ganz vielen Stellen. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, in der Breite der Bevölkerung, mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit dem Wegfall der EEG-Umlage, mit einer Senkung der Umsatzsteuer auf Gas, der Ausweitung des Wohngelds oder mit dem 9-Euro-Ticket. Alles zusätzliche Maßnahmen, die in der Breite der Bevölkerung wirken und auch bei Studierenden, Fachschülerinnen und Fachschülern. Denn für uns als Koalition ist eins ganz klar. Wir müssen und wir werden diese Gesellschaft zusammenhalten. Niemand in diesem Land muss Sorge haben, hinten runterzufallen. Und Sie kommen mit Ihrer Forderung zu spät. Und dann bleibt nicht mehr in Ihrem Antrag, als zu sagen, das, was die Regierung macht, ist gut, aber Sie müsste es mal ein bisschen schneller tun. Ja, natürlich sind wir bemüht, alle Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. Sie fordern eine zügige Auszahlung der 200 Euro. Je früher, desto besser, heißt es da. Und Sie unterstellen damit, das würden wir nicht tun. Aber ich meine, auch da ist es wieder auch schon öfter in diesem Haus gesagt, aber notwendig vielleicht mal an andere Aussagen von Ihnen vor 6 Monaten zu erinnern. Noch im März haben Sie ein Gasembargo gefordert, das uns unvorbereitet eine Wirtschaftskrise katapultierte. Da haben wir bereits das erste Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Und im Sommer waren Sie damit beschäftigt, massive Unterstützung mit Waffen für die Ukraine zu fordern, haben wir das zweite Entlastungspaket beschlossen. Und jetzt haben wir das dritte Entlastungspaket beschlossen und einen Abwehrschirm gegen steigende Preise und für mit dem Bürgergeld ein Sozialsystem, an das die Menschen wieder Vertrauen fassen können. Und ich sage das so deutlich, weil was machen Sie? Das gehört auch zur Debatte. Sie spielen beim Bürgergeld Geringverdiener gegen Leistungsbezieher aus. Bei den Entlastungen Rentner gegen Erwerbstätige und jetzt Fachschülerinnen und Fachschüler, Studierende gegen den Rest. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, ich habe das Gefühl, Sie versuchen immer weiter zu spalten, und das bereitet mir Sorge. Ich sage das ganz deutlich. Und deswegen sage ich hier, wir als Ampelkoalition stehen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und eins eint uns in dieser Koalition, dass wir das Land fortschrittlich und sozial gerechter machen wollen, auch und gerade in dieser Krise. Und uns eint, dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Verantwortung, damit niemand frieren muss, weil es genug Gas gibt und das auch bezahlbar ist für alle. Das verlangt uns natürlich einiges ab, und das ist nicht immer einfach. Bei der Frage, wie wir russisches Gas als Energieträger setzen, wie wir mit Waffenlieferungen in Krisengebiete umgehen oder auch
wie was das mit dem Haushalt macht. Aber alle drei Regierungsverantwortungen tun eins ohne Wenn und Aber. Sie übernehmen diese Verantwortung, und wir werden dieses Land durch diese Krise tragen. Und das so schnell, natürlich, wie es geht, mit allen Maßnahmen, die ich gerade genannt habe. Auch wenn staatspolitische Verantwortung auch bedeutet, es ordentlich durchzuführen, den Haushalt im Blick zu haben und es geordnet auf den Weg zu bringen. Herzlichen Dank. Jens Peik war das für die SPD-Fraktion. Und als letzte Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt hören wir jetzt die Abgeordnete Marlene Schöneberger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, sitzt hier im Ausschuss für Bildung und Forschung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen. Wer Abitur macht, wer Anwältin, Ärztin oder Lehrerin wird, wer eine Promotion abschließt, hängt in Deutschland noch immer massiv von den finanziellen Möglichkeiten und dem Bildungsweg der Eltern ab. Etwa 30% der Kinder aus nicht akademischen Haushalten studieren. Bei AkademikerInnen-Eltern sind es fast dreimal so viele. Dass nicht jeder Mensch frei entscheiden kann, wie die Zukunft aussehen soll, weil diese Menschen an finanzielle Grenzen stoßen, das ist ungerecht und undemokratisch, und dagegen kämpfen wir als Ampelkoalition mit allen Mitteln. Die Ungerechtigkeiten im Bildungsbereich haben sich während der Pandemie noch verstärkt. In der Schule wurden gerade die SchülerInnen, die es zuvor schon schwer hatten, weiter abgehängt. Und an Unis sieht es ähnlich aus. Ich brauche nicht auszuführen, zu welchen Krisen es in der Pandemie geführt hat, wenn der Minijob weg und die Mensa geschlossen war. Schon vor der Pandemie war ein Drittel der Studierenden in Deutschland von Armut betroffen. Das ist doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig ist der Anteil der BAföG-BezieherInnen in den letzten Jahren massiv gesunken. Die Förderung hat längst nicht mehr alle erreicht, die auf sie angewiesen waren. Liebe Kolleginnen von der Unionsfraktion, es ist ein vielsagender Zeitpunkt, in dem Sie Ihr Herz für Studierende entdecken, jetzt, wo Sie in der Opposition sind. Sie hatten 16 Jahre Zeit im Bildungsministerium. Danke, dass Sie das Stichwort Drödel-Ministerin noch mal genannt haben. Die prekäre Situation vieler Studierender geht zu großen Teilen auf Ihr Konto. Diese Einmalzahlung, über die wir heute sprechen, ist natürlich nur ein Pflaster in einer sozialen Notlage. Es reicht nicht. Wir sind seit fast einem Jahr dabei, die finanzielle Situation von jungen Menschen langfristig zu verbessern. Es wurde schon viel genannt, aber weil ich nach der letzten Unionsrede davon überzeugt bin, dass es immer noch nicht bei allen angekommen ist. Wir sind gerade mitten in einer BAföG-Reform. Wir haben bereits die Fördersätze deutlich erhöht. Menschen können länger und elternunabhängiger beantragen. Im Entlastungspaket 3 haben wir endlich eine wichtige Lücke geschlossen. Wir haben das Kindergeld angehoben und Studierende, auch Ausländische, mit einbezogen. Nach den Entlastungen für betriebliche Ausbildende und MinijobberInnen werden nur noch SchülerInnen und Auszubildende in Fachschulen profitieren. Und auch das 9- oder 49-Euro-Ticket und erhöhte Mindestlohn, die werden ganz besonders jungen Menschen zugutekommen. Mit uns bleibt niemand allein. Ich finde es gut, dass wir heute über die Situation junger Menschen sprechen, auch wenn ich nach dieser Debatte bezweifle, dass es allen hier wirklich um junge Menschen geht. Aber es stimmt, es ist wichtig, dass wir die 200 Euro so schnell wie möglich auszahlen. Wir werden niemanden vergessen, wir werden bürokratische Hürden vermeiden. Aber das geht nicht von heute auf morgen, und alle, die schon mal regiert haben, müssten das eigentlich auch wissen. Wir sind immer offen für konstruktive Vorschläge, um dieses Verfahren zu beschleunigen. Aber dazu habe ich von Ihnen heute nichts gehört, und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Marlene Schönberger, letzte Rednerin. Jetzt hören wir mal die Bundestagsvizepräsidentin. Und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 4044 mit dem Titel Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler jetzt in der Krise unterstützen, 200 Euro Zuschuss zügig auszahlen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke, Zustimmung durch CDU, CSU und AfD, gegengestimmt haben die Koalitionsfraktion, ist der Antrag abgelehnt. Jetzt komme ich zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 4052 mit dem Titel Unterstützung für Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler krisenfest gestalten, nicht nur in diesem Winter. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich?
Damit ist der Antrag abgelehnt. Zugestimmt hat die einbringende Fraktion. Alle anderen haben den Antrag abgelehnt. Ich rufe jetzt auf. Ja, die beiden Anträge von der Union und von der Linken, die haben hier keine Mehrheit gefunden. Das hatte sich ja auch schon angedeutet in der Debatte. Die Ampelkoalition hat es hier mit ihrer Mehrheit abgewendet, dass die 200 Euro, diese Energiepreispauschale, zügig bei den Studierenden ankommen sollen. Darüber sind sich nun wirklich ja alle einig. Das war hier natürlich kein Diskussionspunkt. Es wird nach Wegen gesucht, wie man das Ganze bewerkstelligen kann, wie das möglichst schnell gehen soll. Die Ampel hat gemängelt, dass die Opposition ja auch keine Vorschläge dazu vorlegen würde. Und die Opposition hat bemängelt, dass die Ampel das eben nicht schnell genug hinbekommen würde. Die Studenten werden noch einen Moment darauf warten müssen. So viel scheint sicher, denn das Gesetzgebungsverfahren dazu zumindest ist noch nicht eingeleitet. Für die Rentner übrigens, da soll morgen die 300 Euro Energiepreispauschale endgültig beschlossen werden. Genauso wie auch, und das kommt dann zumindest einem Teil der Studenten zugute, ein zweiter Heizkostenzuschuss in Höhe von 345 Euro, der morgen hier durch den Bundestag soll.